Yo, wie war du ja, liebe Freunde? Herzlich willkommen zum heutigen Video bei wunderschönem Sonnenschein. Ja, wie quasi immer sehen meine Haare heute schon wieder besonders lustig aus. Moment. Ha, da bin ich wieder im Bild. Ja, ich bin extrem spät dran, hole jetzt schnell meinen Sattel, mache Joey fertig und dann wollen wir ein bisschen reiten. Ja, bis jetzt habe ich gerade mal meinen Sattel eingesammelt und das ist der Moment, wo ich eigentlich schon auf dem Pferd sitzen wollte. Das hat ja besonders gut geklappt. Sattel tragen und gleichzeitig noch die Kamera in der Hand zu haben, ist echt abenteuerlich. Und die Jungs genießen auch das schöne Wetter. Ja, was gibt es Schöneres? So, jetzt aber schnell zum Pony. Puh, ist das stressig. Warum bin ich nicht früher losgefahren? Das hätte das Problem gelöst. Aber gut, das ist auch irgendwie typisch. Ich bin irgendwie immer spät dran. Immer und überall. So, dann gucken wir mal, was der Kleine heute sagt. Bei dem schönen Wetter ist es natürlich für die Pferde etwas gemein. Die haben ja schon so viel Winterfell. Also schon so viel Winterfell. Oh Gott, das war völlig Banane. Natürlich haben sie noch so viel Winterfell und nicht schon. Hallo, kleines Monster. Und mit einer Winterjacke bei dem Wetter Sport zu machen, stelle ich mir nicht ganz so angenehm vor. Deswegen machen wir, denke ich, etwas entspannter. Wenn wir gleich mit Joey fertig sind. Kommst du bitte? Sollst du nicht das Seil essen? Du sollst vorbeigehen. Gut. Wenn wir gleich mit Joey fertig sind, geht es weiter mit Bay. Der wird heute eine Runde spazieren gehen. Und da gibt es dann auch nochmal ein Update, wie es ihm aktuell geht. Ihm geht es nämlich aktuell ja nicht wirklich besser. Aber dazu gleich auf jeden Fall mehr. Ja, Joey nutzt doch die Chance, ein bisschen Gras zu wimmeln. Ja, komm schnell. Bei Joey ist auf jeden Fall die Frühlingsstimmung schon richtig da. Der möchte nämlich schon wieder nur noch Gras essen. Oh, Pferd fast verloren. Schnell wieder Ohr einfangen. Ein Vorteil bei Joey ist, dass er irgendwie fast immer sauber ist. Und man sieht, dass ich gestern ohne Sattel geritten bin. Ein bisschen grisseliges Fell auf dem Rücken. Genau das, was Joey nicht mag. Aber gut, ich denke, er wird's überleben. Ja, und natürlich aus aktuellem Anlass zum Corona-Thema. Da wäre ich doch mal gespannt, wie sieht es bei euch eigentlich stalltechnisch aus? Habt ihr bereits viele Einschränkungen oder ist bei euch noch quasi alles normal? Ja, da wäre ich doch sehr gespannt. Lasst doch gerne mal einen Kommentar da, würde mich wirklich extrem interessieren. So, mit Joey bin ich jetzt fertig. Ich habe mir natürlich auch, so wie man es in der jetzigen Zeit tun sollte, die Hände direkt danach gewaschen, weil es gibt ja kein zu oft Bay. Mhm. Ja. Mein Gesicht kann ich mir jetzt gleich auch waschen nach dem Pferdeschabau. Was ist denn mit dir? Ja, Bay halt. So, den nehmen wir jetzt mit. Sammeln da noch die Fuchsi ein und gehen eine Runde ins Gelände. Ne, Stinky? Stinky, Stink. Dann erzählen wir mal, was mit dir im Moment los ist, ne? Also, was los ist, haben wir ja schon. Aber ein Update, wie es aktuell aussieht. Ja, mir gefällt es auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass er heute wieder so frech ist. Nein, frech ist er ja noch nicht. Noch ist er ja nur niedlich und ein bisschen unhöflich vielleicht. In meinen Augen nicht, aber viele andere Pferdebesitzer würden das wahrscheinlich schon als sehr unhöflich empfinden, wenn er einem einfach ins Gesicht geht. Ich persönlich mag das eigentlich ganz gerne. So, lass mal die Sachen aufheben, die liegen nämlich alle im Weg. Und ja, so viel zum Thema Gangbild aktuell. Oh, heute sieht es wieder gut aus. So, und ein bisschen ausreiten Richtung Sonnenausgang. Ja, Fuchsi ist jetzt bereit. Mit der gehen wir jetzt ein bisschen. Hinter mir bewegt sich der Bay gerade. Der muss ja im Moment einfach ein bisschen laufen. Der läuft ganz, ganz schlecht. Gerade im Video hat man ja einen kurzen Ausschnitt gesehen. Da sah es jetzt gar nicht so schlimm aus, aber er ist auch schon wieder auf Schmerzmitteln. Morgen kommt auch wieder der Tierarzt. Ja, eine nie endende Geschichte, glaube ich. Ja, wir hatten jetzt quasi die Tierarztzeit, die wir mit Schmerzmittel und, wie heißt es denn,
Entzündungshemmer verbracht haben hinter uns. Und dann habe ich das Schmerzmittel abgesetzt und wollte dann halt einen Kontrolltermin machen. Und den Tag nach dem Absetzen vom Schmerzmittel, Katastrophe. Also schlimmer wie vor dem ersten Tierarztbesuch. Der hatte so wahnsinnige Rückenschmerzen, der hat keinen Schritt vor den nächsten gekriegt. Es sah ganz, ganz schlimm aus. Ja, ich hatte zum Glück noch anderes Schmerzmittel da liegen. In Rücksprache mit dem Tierarzt konnte ich ihm das zum Glück geben, um die Zeit zu überbrücken, bis der Tierarzt dann da ist. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was so kommt. Jetzt gerade läuft der ganz gut. Frage ist natürlich, liegt es im Schmerzmittel oder ist es gerade besser? Das, ja. Ich habe mich auch dafür entschieden, dass ich ihn quasi machen lasse. Sprich, wenn er sich bewegen möchte und wenn er sich ausbocken möchte und wenn er rennen möchte, darf er das tun. Wir haben halt keine richtige Diagnose, wir haben nur Verdachtsdiagnosen. Und ja, deswegen ist es halt so ein bisschen schwierig. Und ich habe jetzt festgestellt, dass wenn ich ihn stehen lasse und ihm wirklich die Ruhe gönne, dass es schlimmer ist, als wenn er sich frei bewegen darf. Also er hat sowieso seine Box mit dem Paddock dran. Und jetzt gucke ich halt, dass wir kontrolliert spazieren gehen. Nicht zu weit natürlich, damit es auch für ihn ja keine unnötige Belastung ist, aber so, dass halt die Muskulatur sich ein bisschen lockert. Genauso wie, dass er im Roundpen freilaufen darf, ohne dass ich ihn bewege. Also ich frage quasi nur nach dem Schritt. Und auch nur einen Moment. Und alles andere darf er entscheiden. Das heißt, wenn er da ausrasten möchte und eine Runde durchdreht, ist das völlig okay für mich. Und ja, bis wir halt was Eindeutiges wissen. Weil vorher macht es ja jetzt keinen Sinn, wenn man nicht weiß, ob Bewegung oder Schonen besser ist, da irgendwie das Pferd ewig lange einzusperren und der Verschlechterung zuzugucken, wenn es besser wird bei Bewegung. Ja, alles etwas doof. Ja, Fuxi ist jetzt wieder im Stall angekommen, Bay auch. Er ist doch relativ gut gelaufen heute. Ich hoffe, es lag nicht am Schmerzmittel und bin gespannt auf den Tierarztbesuch morgen. Vielleicht wäre es schlau gewesen, heute kein Schmerzmittel zu geben, wenn der Tierarzt morgen kommt. Ups. Joey war heute auf jeden Fall mega gut. Es hat mega Spaß gemacht mit ihm. Er ist richtig toll gelaufen, super entspannt, von Anfang an sofort da. Das war echt cool. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like, ein Abo und natürlich den Kommentar, wie es aktuell bei euch läuft. Da, das würde mich, wie gesagt, extrem interessieren. Und denkt immer daran, jeder Tag, an dem ihr nach Pferd riecht, ist ein guter Tag. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier. Oder auch hier. Nee, doch lieber hier. Oder? Nee, ich würde hier klicken. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht klickt ihr auch erst das und dann das an. So würde ich es machen.